Michael Nöding. Jawohl. Du hier. Und nicht in Hollywood. Nicht nein, Hollywood, also ganz neben, genau. Neben mir Michael Nöding. Solar for Trade ist eure einigermaßen frische Gründung. Ihr seid ja noch nicht so sehr alt. Ich habe sehr genossen, dass du letztes Jahr uns auch schon unterstützt hast beim SIT als Moderator einer Masterclass. Heute mit einem neuen Unternehmen am Start. Was macht ihr? Was hast du vor? Wir revolutionieren eigentlich tatsächlich den Einkauf von Unterwasserprodukten. Für uns ist Transparenz ganz, ganz wichtig, dass die Stadtwerke wirklich wissen, was kaufen sie ein, zu welcher Qualität, mit welchen Risiken und insbesondere von welchen Märkten und Herstellern. ESG-Reporting ist eines der großen Stichworte. Lieferkettengesetz gehört damit dazu. Und das Ganze wollen wir revolutionieren, wollen wir neu gestalten und auf eine ganz andere Ebene bringen, dass wir in Zukunft wirklich sagen, hey, Energiewende, jawohl, das geht vorwärts, das läuft transparent und in den Wegen und Bahnen, die wir wirklich haben wollen. Weil das, was wir in den letzten 20, 25 Jahren gesehen haben, ist einfach auf, ab, hin und her, links, rechts, Volatilität, Mehrdeutigkeiten, Unflexibilität teilweise auch. Und das Ganze wollen wir mehr und mehr in stabile Bahnen lenken, dass wir heute eigentlich schon wissen, welches Modul setzen wir übermorgen ein, welche Technologie setzen wir ein und insbesondere, hey, von welchem Lieferanten kommt das Ganze eigentlich, dass die Anlagen gebaut werden. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir durch Materialengpässe oder anderes unsere Energiewende zurücknehmen. Und unser Material kommt schließlich und ergreifend meistens aus dem Ausland. Die Lieferketten sehen anders aus. Und genau da setzen wir an, alles mit mehr Transparenz zu versorgen und hier Stabilität reinzubringen. Das ist unser Ziel. Und ganz lieben Dank dir auch, dass wir wieder hier sein dürfen. Letztes Jahr haben wir geil und dieses Jahr ist auch schon super. Das macht richtig Spaß mit euch. Ganz lieben Dank auch dafür. Ja, danke, danke euch. Also ist halt irgendwie eine klassische, tolle Win-Win-Situation im Grunde genommen. Ich wünsche euch, dass ihr ganz, ganz viele Quadratkilometer, wollte ich gerade sagen, jeden Tag einen Hektar neuen PV-Park erschließen könnt. Ja, das hoffe ich doch, dass wir da unterstützen können. Ganz lieben Dank, ihr Matti. Jo, prima.